Das Eifelmuseum in Blankenheim versteht sich als ein Museum in der Region, das die Landschaft, den Naturraum und die Menschen in ihrer historischen Entwicklung darstellen will. Im Hauptgebäude wird Wissenswertes und Interessantes zur Erdgeschichte und Natur der nordwestlichen Eifel vorgestellt. Schon den Neandertalern gefiel es in der Eifel. Sie lebten in der Kartsteinhöhle bei Mechernich-Dreimühlen, die als Modell im Museum zu sehen ist. Knochen von Mammut und Höhlenbär offenbaren etwas von der Lebensweise dieser Menschenart vor 60.000 Jahren. Später kamen die Römer, danach die Franken. Auch deren Leben präsentiert das Eifelmuseum anschaulich in Schautafeln, Modellen und Funden. Einen Einblick in die beschwerliche Lebens- und Arbeitszeit der bäuerlichen Bevölkerung des 19. Jahrhunderts geben die Ausstellungsstücke zum Bedienen des Pflugs und der Getreide- und Milchverarbeitung. Im Gildehaus, dem zweiten Gebäude des Museums, werden die handwerklichen Seiten des Dorflebens, wie die Herstellung des Leines, bis hin zum Weben des damals begehrten Tuches gezeigt, dem viele Eifelstädtchen ihren damaligen Wohlstand verdankten.